Willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Familie Winter. Es tut mir so leid, dass die letzten Wochen einfach nichts kam, aber ich hatte einfach keine Zeit, mich hinzusetzen, was aufzunehmen. Alles, was die letzten Wochen so kam, war einfach schon vorproduziert und ich habe im Moment so viel mit der Uni zu tun, da muss ich arbeiten, dann ändert sich der Plan, also auf der Arbeit, dann heißt, hier könntest du vielleicht einspringen, dann gehen die Mitarbeiter alle weg. Es ist im Moment sehr schwer, aber ich möchte nicht rumflennen. Wie du siehst, sind wir mit der Omi auf ihrem Junggesellenabschied. Ich bin mal sehr gespannt. Wie viele Gäste kommen? Bisher sind nur 3 Stück da. Ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr. Einmal die Liberty und die Christa ist da. Der Rest, ja, lässt auf sich warten. Ja, wenn nicht, machen wir hier einfach eine Party zu dritt und werden uns einfach mal ein paar bei hier einfach lustig bei welchen vorstellen. Mit denen einfach dann ein bisschen Spaß haben und tanzen. Die Mädels wollen jetzt eigentlich einen Hochzeitstanz in der Gruppe irgendwie vollführen. Ich bin mal sehr gespannt, wann sie da loslegen, wie das aussieht. Ich bin. Die Christa steht da und wartet irgendwie. Dann machen wir es einfach nochmal. Wir werden es einfach nochmal neu machen. Und sie dann in die Gruppe hinzufügen. Dann haben wir jetzt nämlich schon eine weitere. Ach, guck mal an. Hier ist die nächste aus unserer Runde. Guck mal an. Also es wird wahrscheinlich eine sehr lange Nacht. Guck mal, hier kommt die nächste angerannt. Okay, es füllt sich, muss ich sagen. Unser DJ ist zwar immer noch nicht da. Finde ich sehr interessant, dass der DJ immer noch nicht da ist. Aber hey. Kommt ihr jetzt nicht hier raus oder was? Okay, ich habe ihnen jetzt mal die Tische ein bisschen nach vorne gemacht. Vielleicht kommen sie jetzt raus. Ah, guck mal an. Okay. Jetzt möchten wir aber bitte einen Hochzeitstanz in der Gruppe. Wir wollen mal gucken, wie das aussieht, was ihr da so anders macht als sonst. Hallo, finde ich ein bisschen schade, dass das irgendwie nicht so funktioniert. Nomi hat auf jeden Fall Spaß. Es ist wieder Bobbe. Ich nehme was auf, ohne es funktioniert einfach nichts. Geil. Dabei finde ich den Club von der Tina so cool. Ich habe jetzt hier nur so ein paar Bläschen noch hingebastelt. Ich hoffe, Tina, das ist für dich okay, falls du das sehen solltest. Ja, sie tanzen endlich. Und warum ist einfach kein DJ da? Oh mein Gott, was ein Junggesellenabschied. Was ein Junggesellenabschied. Das ist ja. Ah nee, nicht leise. Laut. Das ist ja zum Verzweifeln. Oh mein Gott. Komm, wir wechseln mal hier gemischte Lieder. Und, ihr Lieben, zumindest haben sie Spaß, auch wenn der Club bis auf sie. Dann sagen wir einfach, es ist eine Privatveranstaltung. Das ist doch was Cooles. Privatveranstaltung. Die Mädels haben den Club für sich alleine gebucht. Fehlt nur noch ein Stripper. Das wäre so geil. Sollen wir das mal versuchen? Wartet, wir sind mal ein bisschen experimentierfreudig. Moment. Wir testen mal was. Wir gucken mal, ob wir für die Naomi was richtig Cooles machen können, wenn sie dann halt anruft. Aber hey, zumindest sind jetzt zum größten Teil die ganzen Gäste da. Das ist schon mal etwas. Auf, ruf mal an. Ich will mal wissen, ob wir das hinkriegen würden. Was hat sie denn jetzt gemacht? Ach, hier ist jemand am Klavierspielen. Ach so. Nee, es ist leider nichts bei. Ich wüsste auch jetzt nicht, wie es heißen sollte. Nee, es ist leider nichts dabei. Schade, das wäre jetzt noch lustig gewesen. Aber hey, vielleicht können wir ja jetzt einen Hochzeitstanz machen. Ne? Und? Und? Oh, die meisten ordnen sich schon. Und? Und? Oh, sie fangen an. Es hat doch funktioniert. Wie cool. Hui. Und Mädels? Hui. Ja, so ist das doch schön, oder? Ne, Naomi? Cool.
Oh, jetzt machen sie es. Jetzt sind sie synchron. Geil, jetzt sind sie synchron. Moment, müssen wir hier Aufnahme. Na geil, so wollen wir das doch, oder? Und macht ihr noch eine Runde? Ja? Wie geil. Na gut. Gut, es war ein halbes Desaster, aber hey, ich muss sagen, sie haben trotzdem ihren Spaß. Sie sind ein bisschen am Tanzen. Die Naomi hat vor allem ihren Spaß. Das ist das Wichtigste, finde ich. Naomi, wie cool. Das finde ich cool, dass sie auch zu dem Pack so einen neuen Tanz hinzugefügt haben. So cool. Mega geil. Mega cool. Nee, das ist doch cool. Haben wir einen Barkeeper hier? Schau mal, Naomi. Ihm Getränke zubereiten. Getränke für alle zubereiten. Machen wir mal so Zuckerzone. Das ist ja voll mit Alkohol. Wahrscheinlich gehen die meisten uns auch. Nee, okay, also irgendwie gibt es hier kleine Probleme mit diesem Klang. Es war zwar ein völlig anderer Junggesellenabschied, als den ich ursprünglich geplant habe. Das war meiner Meinung nach das reinste Desaster. Aber okay. Komm, wir machen mal die Runde. Lösen wir kurz auf. Wollen wir mal noch mal gucken, ob wir irgendwo anders hingehen können? Und wenn nicht, machen wir mit dir was alleine einfach. Wir wollen dir ja jetzt nicht den Spaß verderben. Gucken wir mal in Windenburg, ob wir da irgendwie noch was Cooles hätten. Und ist hier ein bisschen was los? Sind hier ein paar Leute da? Oh, hier ist zumindest mal ein DJ. Hey! Und vielleicht kommen ja hier ein paar Leute, dass wir vielleicht doch einen Tanz in der Runde irgendwie machen können noch. Aber hey, immerhin haben wir mal einen DJ. Immerhin. Hi Eileen, du bist leider ohne Haare immer noch. Wenn sie mal einen Tanzwettbewerb machen, komm, machen wir mal gegen die Eileen einen Tanzwettbewerb. Das wird bestimmt lustig, oder? Oh, die Eileen ist aber, ich glaube, ein bisschen sauer. Oh, vor allem ist sie voll schwanger. Oh mein Gott. Müssen wir direkt mal gucken. Tut mir leid, aber ich muss da immer ein bisschen stalken. Ein männliches Baby mit dem Oliver. Oh, im ersten Trimester hast du schon so eine große Babykugel. Krass. Und? Tanzwettbewerb oder quatscht ihr lieber zusammen? Hm? Ihr Lieben. Kein Tanzwettbewerb? Nee. Wo geht ihr jetzt hin, den Tanzwettbewerb machen? Ah, okay, jetzt geht's los. Oh, und jetzt geht's voll ab. Oh, das ist doch volles Kreuz. Und? Schon wieder das Kreuz, Obi. Omi denkt schon nur so, okay, ich werde langsam zu alt für den Spaß. Ui, Eileen, was machst du denn da? Oh, hier aber euch nicht auslachen, gell? Das wäre nicht so gut. Wir wollen ja, dass ihr Freunde bleibt, gell? Hui, super cool. Jetzt hat sie es drauf. Und Naomi? Moves präsentieren, Pump up. Machen wir das da. Was ist das? Ich stehe jetzt, du scheuchst die Eileen weg, damit du deinen Move präsentieren kannst. Was ist das? Juhu! Und Naomi, bitte ohne Kreuzgeknacke, gell? Hui! Ja, das war mal eine ganz andere Folge. Aber ich glaube, Naomi hatte trotzdem Spaß, auch wenn das nicht so geplant war, wie ich es ursprünglich wollte. Hui, jetzt hat sie auch diese Teile. Das ist ja cool. Queen, Omi. Cool, weiter so. Weiter so, weiter so, weiter so. Wenigstens sind hier ein paar Gäste da. Ich weiß nicht, was mit dem anderen Club war. Ich weiß es leider nicht. Keine Ahnung, was da los war. Na, Omi? Ja, was steht noch so auf dem Plan? Wir haben erstmal Silvester. Ich werde Silvester wahrscheinlich wieder alleine feiern, weil das sind so Feiertage, die hatten wir jetzt schon so oft. Was wäre als nächstes? Ostern. Mal gucken, ob wir da irgendwas zusammen machen oder ob wir uns vielleicht dann direkt zur Hochzeit treffen.
Ich schaue mal. Wir müssen auf jeden Fall noch ganz viel Brautkleider aussuchen, aber ich glaube, ich werde wieder daraus eine Überraschung machen. Ja, ich glaube, ich würde daraus eine Überraschung wieder machen. Aber ja, kurze Folge, anders als geplant. Aber ich hoffe dennoch, dass es deiner Omi gefallen hat. Aber ich glaube schon, ihr ganzer Spaß ist voll, sozial ist voll. Sie hat mit der Eileen sich Dance Battle geliefert und ich denke, es war mal ein anderer Junggesellenabschied, aber im Grunde fand ich ihn eigentlich ganz lustig. So, Naomi. Willst du dann nach Hause laufen? Komm, wir begleiten dich noch mit nach Hause. Und dann kannst du mit dem Jerry ein Techtelmechtel machen. Ne? Und dann, ja. Was würdest du sagen, Naomi? Sollen wir uns zu Ostern treffen? Oder sollen wir uns direkt zur Hochzeit treffen? Naomi, du bist so gut gelaunt. Ich glaube, du würdest dich direkt auf die Hochzeit gerne als nächste Folge dann gerne vorbereiten, oder? Dann müssen wir dir noch ein ganz schönes Kleid aussuchen. Den Jerry, der muss noch einen Anzug bekommen. Die Kiddies werden wir nicht groß umziehen. Die haben alle sehr schöne Alltagsoutfits, sage ich schon, Ausgehkleidungen. So, wir sind zu Hause. Wer ist denn das? Cole. Darf ich fragen, was du hier machst, Cole? Ich glaube, das weißt du selbst nicht so genau, oder? Wo seid ihr denn alle, Leute? Jerry, wo bist du? Ah, der Jerry ist hier oben. Okay. Naomi, wie versprochen, ihr dürft noch mal testen. Aber erst dürft ihr euch mal romantisch küssen. Ah, die sind hier alle unterwegs. Okay. Das wird wieder eine interessante Nacht werden. Denn sie sind alle wach. Alle Putzmutter. Und da hat einer die Wäsche stehen gelassen. Okay. Und ist hier oben auch jemand? Oh ja, hier sind. Oh mein Gott. Oh Gott. Sie haben hier die Party aller Partys gefeiert mit ihren Gitarren. Okay. Sie sind alle putzmunter. Wir werden Naomi und Jerry jetzt nochmal kurz zuschauen. Und ja, ich hoffe dennoch, dass es dir auch gefallen hat. Charlie macht uns vor die Haustür. Okay. Haben wir irgendwas bekommen? Nein. Ja. Ich fand es lustig auf die eine Weise, weil es nicht so geklappt hat, wie es mir wieder vorgestellt hat. Aber ich glaube, die Naomi hatte trotzdem einen schönen Junggesellenabschied. Und ich denke, wir werden uns, denke ich mal, direkt zur Hochzeit dann sehen. Oh, ich bin so gespannt. Das ist die zweite offizielle Hochzeit dann, die ich so aufnehme. Also musst du nochmal da zu deinem Jerry sagen, mein Schatz. Ich liebe dich über alles. Ich schwärme von unserer Hochzeit. Ich träume von unserer Hochzeit. Ich freue mich so. Und dann dürft ihr ein Techtli-Mechtli machen. Ist das nicht eine Idee? Habt ihr noch Gummis drinne? Habt ihr Gummis? Ja, okay. Ui, Hähnchen halten. Nein, es gibt nichts zu essen. Ne? Oh, eine Souk, eine Souk. Ist das eine Idee mit dem Techtelmechtel? Guck mal, hier, unser Lex ist voll kokett. Wo bist denn du? Ach, hier. Geht's dir gut? Was hast du da? Chili con carne. Unser Johnny Boy ist voll kokett. Was ist denn hier los? Alle kokett liegt lieber in der Luft, weil wir die Hochzeit dann feiern, hä? Aber ihr verhütet bitte, gell? Ihr verhütet bitte, gell? Ja. Nee, dann würde ich sagen, wirklich, dass wir uns zum nächsten Mal in der Hochzeit, beziehungsweise dann an der Hochzeit sehen. Wir werden dann ganz schön romantisch die Hochzeit feiern. Und ich denke, das wird sehr interessant. Die Kinder haben was vorbereitet für die Braut und für den Bräutigam. Da haben sie sich was ausgedacht, was überlegt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das bei den Eltern so ankommen wird. Die beiden werden jetzt ein Techtli-Mechtli machen und mit einem Techtli-Mechtli werden wir uns verabschieden. Hallo? Wollt ihr kein Techtli-Mechtli machen? Okay. Ihr schaut euch lieber verträumt in die Augen. Okay. Wir werden sie dann doch nicht ganz begaffen. Ich glaube, sie sind heute ein bisschen schüchtern. Und ja, ich werde mich jetzt noch weiter ein bisschen um die Süßen kümmern und freue mich natürlich, wenn du dann in der nächsten Folge mit reinschaust. Ich versuche jetzt Familie Winter wieder ein bisschen öfters aufzunehmen. Ich kann es halt nicht versprechen, dass jeden Sonntag wieder eine Folge kommt. Das ist ein ganz anderer Aufnahmestil.
Deal, den man dann machen muss bei so vielen Sims, weil ich gucken muss, sind sie alle so einigermaßen glücklich? Fehlt dem da noch? Fehlt dem da was? Ich kann nicht einfach drauf los aufnehmen, wie ich es bei zum Beispiel bei Familie Thompson könnte oder bei unserer Not So Berry Challenge. Das ist halt hier ein bisschen anders. Ich muss immer ein bisschen gucken, dass es auch allen irgendwie gut geht. Dann, was ich halt so als nächstes geplant habe, passt das dann rein? Das ist immer alles so ein bisschen schwierig. Trotzdem hoffe ich, dass es dir gefallen hat, auch wenn es wirklich, ein kleines Desaster war, wenn man das so sagen darf irgendwie. Aber ich fand es trotzdem einigermaßen ganz cool. Die Naomi hatte trotzdem Spaß. Sie wird jetzt noch ein Techtli-Mächtli machen mit ihrem Schatzi. Ich werde Ostern, Silvester so ganz in Ruhe feiern. Ich werde dir ein paar Bilder dann zusammenstellen, wie bei dem Weihnachtsvideo. Und ja, würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.